15 Jahre hat sich das Bruttoweltprodukt verdoppelt. Der Welthandel hat die 6.000 Milliarden Grenze durchstoßen, also hat sich verdreifacht, und die Elektrizität, der Energiekonsum verdoppelt sich alle 4 Jahre. Heute ist der objektive Mangel besiegt. Und was den französischen Revolutionären 1789 in der Menschenrechtsdeklaration, Déclaration de l'Homme et du Citoyen, vorgeschwebt ist, und den amerikanischen Revolutionären Jefferson am 4. Juli 1776 in der Unabhängigkeitserklärung, the right to the pursuit of happiness, das Recht auf Glück, das war eine totale Utopie. Für die amerikanischen Revolutionäre, die sollten einmal, die Amerikaner, wieder einmal ein wenig ihre Unabhängigkeitserklärung lesen, das täte ihnen gut, und die französischen Revolutionäre, was die, ja, weil nämlich der Artikel 2 nachher, nach dem Pursuit of Happiness, heißt, und wenn eine Regierung dieser Wille zum Glück, diese Suche nach Glück verhindert, muss sie umgestoßen werden. Gut.